verehrte Damen und Herren, die nächsten zwei Songs, die wir Ihnen präsentieren möchten, stammen beide vom selben Musikalbum aus dem Jahre 1985. Dieses Album ist wohl das eines der musikalisch besten und beliebtesten und eines der meistverkauftesten Alben der Musikgeschichte. Bis heute geht man davon aus, dass ca. 30 Millionen Alben von diesem Album verkauft wurden. Und damit gehört es zu den wohl 20 meistverkauftesten Alben weltweit. Das Besondere an diesem Album ist außerdem, dass eine sehr große Bandbreite an Musik abgedeckt wird. Es gibt Songs, die sehr melancholisch und langsam sind. Es gibt tanzbare Nummern, aber auch Rocksongs. Und der Leader dieser Band, Mark Knopfler, der vielen von Ihnen ein Begriff sein dürfte, ist bis heute als Solokünstler unterwegs, und obwohl er mittlerweile über 60 Jahre alt ist, und wird in diversen Musikmagazinen weiterhin als einer der besten Gitarristen der Welt gezählt. Aber ich mache mir heute Abend keine Gedanken, endlich. Wir versuchen jetzt mit den nächsten zwei Songs die komplette Bandbreite dieses Albums abzudecken und beginnen jetzt mit dem Stück Brothers in Arms vom gleichnamigen Album Brothers in Arms von den Dire Straits. Thank you.
love.